So, da ist eins Eik wieder. So. Jetzt muss ich aber noch trotzdem noch mal ganz kurz was gucken hier. Nee, das mache ich offscreen. Wo muss ich jetzt hin? Achso, ich muss hier. Die Typsis befreien, retten und gefangen nehmen und töten und alles Mögliche machen. Einmal überspringen, bitte. So. Ich streame gerade noch 2 Stunden. Es kommt mir vor, als ob ich schon 6 Stunden streame. Ich denke mal, so lange werde ich heute aber definitiv nicht streamen. Ich muss schon mal ein bisschen um meinen Bot kümmern. Dass der endlich mal das macht, was ich will. So, na dann. Hä? Leertaste zum Fortfahren. Okay, wusste ich noch nicht. Als ich von den Kämpfen auf Corellia gehört habe, wusste ich, dass sie euch schicken würden. Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Seht euch an. Ihr seid alles geworden, was ich mir je erhofft habe. Waffe der Jedi. LOL! Was ist das für eine gebrochene Kreatur? Das ist doch der Typ, den wir hier haben überleben lassen. Das regle ich schon. Was wollt ihr, Bengel? Ich bin durch die Galaxis gereist und habe nach Wissen und Waffen für euch gesucht. Ich habe alles mitgebracht. Diese Sachen werden euch in den kommenden Kämpfen helfen. Benutzt sie, um die Sith ein für alle Mal zu vernichten. Ihr habt euer Versprechen gehalten. Ihr seid frei. Ich habe euch mehr als nur diese Geschenke versprochen. Meine letzte Pflicht ist es, Angst und Schrecken unter euren Feinden zu verbreiten. Ich werde der Donner sein, der euren Sturm ankündigt. Ja. Sie werden euren Namen fürchten. Ja. Lebt wohl, Waffe der Jedi. Mögt ihr im Blut unserer Feinde baden? Ja, immer. Das mache ich hauptberuflich. Was habe ich denn jetzt bekommen von dem? Habe ich das bekommen? Ich habe gar nichts gekriegt. Beschiss, der wollte mir Sachen mitbringen. Das ist ein verlogenes Arsch. Nö. Ich hoffe, ich sehe den nie wieder. Nö. Einfach nö. Sag mal, waren wir hier schon? Hier waren wir schon. Na dann. Aber ich will wissen, was der mir für Zeug mitgebracht hat. Beschiss. Was hat denn der mir jetzt gegeben? Ich will das wissen. Warte mal, was hab ich denn? Ach scheiße, das hab ich im Raumschiff. Rüstung. Hä? Ich hab doch so eine Sammelausrüstung so ein Stück bekommen. Okay. Das Robe des dunklen Anwärters. Harnisch des Erlösers. Körperrüstung des Schwertfechters. Robe des Reisenden. Die würde eher zu mir passen. Gegenstände anzeigen. Vorschau.
Miau. Miau. die wäre schon geil und so, ne? Es gibt ein Enzo-Schwert. Ne, das hab ich an. Nee. Was hab ich? Egal. Egal. Was kostet mich der Spaß? Das kann ich doch gar nicht kaufen, oder? Ich würde das gern irgendwie... Kann man das nicht kaufen? Apropos, weil ich das gerade sehe. ...79 Haltbarkeit, 84 Haltbarkeit, alles klar. Dahin. Ich muss tatsächlich trotzdem noch mal ganz kurz raustappen. Nee. Gut. Na dann. Hier verkaufen wir erstmal das. Und Heilmittel kann ich hier nicht kaufen. Okay. Hab mich sehr gefreut. Ich suche irgend so einen Sanitäten-Typ hier. Gibt's das hier nicht? Stimmhändler? Ich glaube, das gibt's hier noch gar nicht. Er ist hier draußen irgendwo. Da lang muss ich. Ja. Holokrone haben wir hier alles schon, das weiß ich. Das weiß ich. War ich hier nicht schon mal drin? Ja, hier war ich schon mal. Ich will, dass diese Schildgeneratoren einsatzbereit sind. Und zwar gestern. Na los, Privates. Captain Rigdeen, Meisterin Satil Shan hat mich geschickt. Ich bin der neue Jedi-Kommandant. Ihr habt es geschafft. Dem Himmel sei Dank. Die Imperialen kontrollieren hier so viel Gebiet, dass wir kaum eine Landezone errichten können. Wir stehen unter ständiger imperialer Bombardierung. Das ist ein verdammtes Nadelöhr hier. Darum kümmere ich mich, sobald alle Jedi hier unten versammelt sind. Meisterin Satil sagte, dass ihr helfen könnt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Jedi ich schon in Leichensäcken nach Hause geschickt habe. Es sind nicht mehr viele übrig. Die Fähren mit eurer Verstärkung treffen in Kürze ein. In der Zwischenzeit solltet ihr die wenigen Truppen sammeln, die bereits hier sind. Ich habe die Koordinaten des letzten bekannten Aufenthaltsortes eurer Jedi-Freunde. Ich fürchte, mehr kann ich euch nicht anbieten. Gute Arbeit. Von hier an übernehme ich. Hier versammeln sich eure Streitkräfte. Sobald Verstärkung eintrifft, begibt sie sich dorthin. Vielleicht findet ihr mit diesen Informationen die Jedi, die ihr sucht. Ja. Du standst doch gerade noch hinter mir. Warum? Warum machst du sowas? Wo müssen wir hin? Das können wir auch so fahren. Miau, klatsch. Doch, hier komme ich wieder hoch. Hippa. Miau. Miau. Guck mal, den Kämpfer einfach hier aus dem Weg gehen.
Nee, Loch, 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 Loch. Loch, Loch. Nein, 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 nein. Geh da hoch, geh da hoch. Gehst du, wirst du. ...217 Leben. Ist nicht gerade viel. Hätte ich vielleicht doch unten lang fahren sollen. Hätte, hätte Fahrradkette. Ich versuche halt die Kämpfe aus dem Weg zu gehen. Hey, jetzt wer abonniert mich? Jetzt. Nee, du kannst hier wieder nicht gleiten. Haha! One hit. Au, ich brenne! Ich bin zu heiß! Ich stehe in Flammen! Seid aber lebensmüde, dass mich die Zwerg angreift. Ihr seid echt lebensmüde. Aber ich muss dich tatsächlich mal auf Heilung stellen hier. Komm, walte deines Amtes. Wow. Mann, was ist falsch mit dir? Warum springst du immer so durch die Gegend? Was? Was? Uff, der Imperator will jeden auf Corellia tot sehen. Ich bin hier, um das zu verhindern. Hier. Vielleicht ist es unsere Bestimmung, das Imperium zusammen zu besiegen. Ich bin für alle Jedi-Truppen verantwortlich. Wir sammeln Verstärkungstruppen bei diesen Koordinaten. Geht dorthin. Gehorsam bis zur Selbstaufgabe. Gut. Alter, wolltest du mich angreifen? Aber wer? Du bist mein Sklave. Was findet denn Jedi bei der Kantine? Rostiger Frachter. Ob man den finden, ist die andere Frage. Ich sehe gerade Dorkus online. Verstärkung von Arthur und Rudia ist eingetroffen. Ihr solltet weiter nach euren Leuten da draußen suchen. Nein. Okay. Wir fahren geradeaus. Hm.
Hier geht's gar nicht weiter. Dank. Donner wirft. Alles klar. Ach, ich darf hier wieder nicht gleiten. Schön. Yay. Gibt's hier wenigstens so einen Typ, wo ich zurückrufen kann? Natürlich nicht. Toxibride, Paladin von Haus Organa. Lebende Legende, The Old Legend. Hm. Also ich dachte mal, lebende Legenden sind alt. Hm, naja. Doch. Alt, graue Haare im Gesicht. So stellt man sich lebende Legenden vor. Oder tote Legenden. Ach, weiter geradeaus passt. Entnehme demnach aber, dass du auf einem neuen oder alten Planeten bist. Alten Planeten. Oh je, was war noch? Lass dich überraschen. Okay. Attacke! Bin ich überhaupt richtig? Lasst eure ja. Stärke wachsen. Das war ein sehr cool. Ich hab uns richtig. Ich bin einfach eingebogen. Dude, ich brenne weiß, ich bin so heiß. Warum brennst du weiß? Keine Ahnung, ist irgend so ein Kältezeug, denke ich mal. Oh, Mandalorianer. Two Hit. Als man vorher wieder so aufgeregt ist, ist stark. Naja. An manchen Aufgaben sind wir regelrecht gescheitert. Wo ja. Wir dabei waren. Aber das ist halt unsere Story-Quests hier. Ja, gut. Ey, bleib hier! Sonst sterben! Oh, ich brenn schon wieder weiß. Was ist denn das? Hä? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall nichts Negatives, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe. Hä? Oh, okay. Das ist Corellia. Ich bin sicher, es gibt hier irgendwo noch eine Kantine. Der Rat der Jedi hat mich hier zum Oberbefehlshaber gemacht. Jedi-Verstärkungstruppen sammeln sich bei diesen Koordinaten. Macht euch auf den Weg. Er ist ein ausgezeichneter Kandidat für den Schocktruppdienst.
Oh, ich bin eig. Ich habe immer Glück. Ich habe mehr Glück als Verstand manchmal. Das stimmt. Finde den Jedi beim Selonianischen Tunnel. Transporter von Kinyen und Duru haben mir Verstärkung gebracht. Wir warten immer noch auf andere. Sucht weiter nach euren Leuten, die bereits hier sind. Also, wie viel muss ich noch suchen? Und kannst du dich noch an diesen Bengal Moor erinnern, der zum Anfang auf Teil von deinem Gegner war? Ja. Der ist mir hier auf dem Planeten wieder erschienen. Er hat gesagt, er hat mir Waffen und Ausrüstung gebracht. Für den Kampf gegen den Imperator. Und jetzt verbreitet er Angst und Schrecken unter meinen Feinden. Ich gucke in mein Inventar, ich habe gar nichts gekriegt von dem. Das nächste Mal töte ich ihn. War das nicht dein früherer Meister? Nee, das war der Padawan von meinem früheren Meister. Ah, okay. Unser Meister ist ja tot. Ja, eben, dass er so als Geist dann kommt. Nee, der hieß doch ganz anders. Der hieß ja nicht Bengal Moor. Na, egal. Oh Gott, wie hieß der alte Opa? Ahmed oder so. Nee, aber der hat gesagt, der bringt mir Waffen, Ausrüstung und ich habe nichts bekommen. Inventar war aber nicht voll von dir, oder? Nee, ich hab's erst leer gemacht. Finde den Jedi beim Dingsbums-Tunnel. Der Tunnelverteidigungspunkt. Wo muss ich denn da jetzt genau hin? Bestimmt dahin. So. Tunnel. Noch mehr Tunnel. Was zum Plündern? Aha, ja, 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 okay. Effizienz von Arakid Industries. So einen habe ich schon auf. Nur von Soro Sub. Soro Sub. Schon was aus hier. Das ist fies. Kniestiefel der Fähigkeit von Ort Mantell. Okay. Schuhe der Effizienz von Ort Mantell habe ich an. Die sind besser. Elektrifizierendes Sturmgerät. Dieser Gegenstand hat keinen Nutzen, kann aber an einen Händler verkauft werden. Ja. Apropos Geld. Oh ja. Da.
Ich hatte gehofft, dass wir uns wiedersehen. Ihr habt mein Leben auf Tatooine verändert. Und ich konnte euch nie dafür danken. Dich kenne ich. Seht euch an, Lord Braven. Ihr gebt vor, ein Jedi zu sein. Ich habe gehört, dass der Zorn des Imperators mit euch reist. Wird er auch ein Jedi? Ich wusste gar nicht, dass ihr die Prüfungen bestanden habt. So lange ist unser Duell doch gar nicht her. Ich bin immer noch ein Padawan. Aber der Weg der Jedi liegt mir sehr. Natürlich. Ihr seid ja auch ein Weichei. Meisterin Sakil hat mich zum Oberbefehlshaber der Jedi-Truppen ernannt. Trefft euch sofort mit unserer Verstärkung bei diesen Koordinaten. Verstanden. Wir sehen uns dort. Ha! Okay. Palim Palim, finde den Jedi beim abgestürzten Sternkreuzer. Das ist dann schon mal Nummer 4. Du wirst diese Hauptquest lieben, Darko. Ist einfach nur immer hin und her rennen und Jedis rennen. Ja, gut. Ja. Hab ja Ferien jetzt. Genug Zeit. Der letzte Verstärkungstransporter dockt gerade an. Es gibt immer noch Jedi auf diesem Planeten, deren Status unbekannt ist. Hoffentlich findet ihr sie. Ei. Ich habe heute tatsächlich noch kein einziges Haustier beschworen. So schlimm? Ja. Das sind alles meine Glücksbringer. Ja. Sag mal, von da komme ich doch erst. Ah, okay, das ist weiter hinten. Was fährt denn vor mir? Ein Altia Tinufil. Und der hat genauso einen Grafikfehler-Raumschiff wie du. Das wird immer das Grafikfehler-Raumschiff bleiben. Das erinnert mich wirklich an den echten Kopf bei Assassin's Creed. Oh, ey. Ich drehe am Rad. In welche Richtung? Links, rechts? Genau in Justins Fresse. Warum? Jetzt bin ich neugierig. Dem ist ganz spontan eingefallen, dass ja dieses Wochenende Weihnachten ist. Okay, das weiß man aber schon seit Anfang des Monats. Aber okay. Und jetzt fällt alles aus, oder wie? Ja, jein, keine Ahnung. Er kann nur spontan, hat er so gesagt. Was das heißt, ist halt eh. Bin ich aber ganz ehrlich, ich bin nicht der spontane Typ. Ich auch nicht. Da hat er Pech. Wir müssen mal gucken, dass wir noch wenigstens für das für Uno noch ein, zwei andere Spieler finden, ne, wenn wir das machen. Aber schön, dass er dir schreibt und mir nicht deswegen. Weil der bezieht das doch bestimmt auf Monopoly. Ja. Ja. Da werde ich die Nachricht bestimmt auch noch kriegen, denke ich mal. Und wenn nicht, dann ist sowieso Sinse. Nö, du schreibst mir das alles, weil ich das Thema angerissen hatte. Ich hatte ihn ja gefragt, wann wir diese Woche sind. Naja, aber er möchte trotzdem auch mir noch Bescheid geben, weil ist ja nur doof, wenn er dir Bescheid gibt. Was ist denn, wenn wir uns hätten erst wieder zu dem Tag gesehen oder gesprochen? Es wäre ja dann scheiße gewesen. Ich sag mal so, ja, erstens das, aber die Wahrscheinlichkeit besteht so nicht. Geschmeidig, dann brauchen wir einen anderen Zuschauer. Ja, ich warte mal ab, vielleicht kriege ich noch eine Nachricht. Da sag ich ihm aber auch, ja, ich bin nicht der spontane Typ, war dein Pech.
Da muss er dann halt damit klarkommen, dass wir ja unser eigenes Ding machen und zocken. Ich überleg grad schon die ganze Zeit im Kopf, aber ich kenne keinen mehr, der Uno hat. Ja, ich. Oh, warte mal, ich bin gerade im Gespräch. Boah! Sie sahen aus wie der Imperator. Ich danke euch. Diese Attentäter waren wirklich hartnäckig. Bevor die Sith angriffen, zeigten sie mir eine Holo-Übertragung von Meister Braga. Er befahl ihnen, mich zu töten. Meister Braga ist eine Marionette. Der Imperator wollte euch brechen. Es war schrecklich, unseren friedvollen Meister so hasserfüllt sprechen zu hören. Meisterin Satil hat mich hier zum Oberbefehlshaber der Jedi-Streitkräfte ernannt. Bei diesen Koordinaten solltet ihr auf unsere Verstärkung treffen. Ich fürchte, ich eigne mich nicht als Soldat. Ich habe mich nie richtig davon erholt, was auf Tatooine geschehen ist. Ich habe es bisher gerade so geschafft zu überleben. Vielleicht sind meine Fähigkeiten anderswo besser eingesetzt. Diese Schlacht wird nicht ohne Opfer geschlagen. Ich könnte mich darauf konzentrieren, die Verwundeten zu den Lazarettschiffen zu bringen. Leben zu retten ist genauso wichtig, wie den Feind aufzuhalten. Geht und rettet so viele Verwundete, wie ihr könnt. Wenn ihr Meister Braga findet, bringt ihn bitte lebendig nach Hause. Möge die Macht mit euch sein. Okay, ich muss ihn erstmal austauschen gegen Kira. Ich werde ruhen. Ja, mach das. Ruh dick mal aus. Das müsste N gewesen sein, genau. Ach du Scheiße. Klassenstory. 5 Begleiter. Allianz 1 Begleiter. Belohnung 1 Begleiter. Kontakt 0 Begleiter. Schick mir mal einen Begleiter. komm mein Schatzi. Du darfst wieder an meiner Seite kämpfen. Auf geht's. Du hast echt was verpasst mit der. Ach, freu dich, du wirst wieder sehr oft mit deinen Leuten reden dürfen. Mit wem werde ich reden dürfen? Mit allen auf deinem Schiff. Außer mit diesem, außer mit diesem hässlichen Droiden. Und ich empfehle dir den Doc, den musst du anhören. Ich höre immer alle an. Ich habe nämlich mit Kira wieder geflirtet und dann kam halt wieder diese Treuepunkte. Eine Jedi-Hochzeit stand dann da. Warte, was? Ja, ich bin soweit. Ich will die Alte jetzt dort richtig heiraten und Nachwuchs zeugen und... Ah, genau. Oh, aber nee, wegen Udo... Also ich weiß, dass Kedo Uno hat und noch ein paar auf seinem DC, aber ich will halt nicht angekrochen kommen, weißt du? Ja, das sieht dann wieder so aus, als ob ich will, dass er mitmacht, damit seine Leute zu mir rüberkommen. Sowas möchte ich nicht. Aber Justin werde ich nochmal anschreiben müssen. Tatsächlich nicht wegen Monopoly oder Uno, sondern der muss mir mal erklären, wie ich einen Vanilla-Server auf dem Server installiere und nicht auf dem PC. Oder ich muss mich schlau lesen. Reise nach Valiant. Ja. Jawohl, noch nie. Ich auch nicht. Also ich war jetzt mittlerweile schon da. Ist nur ein scheiß Schiff. Ja, gibt nicht viel zu sehen. Das sind 3 Räume, die du besuchst, dann kannst du wieder gehen. Kostet aber trotzdem ein bisschen Geld. Ja, mei, die 1900. Die wirst du doch locker haben. Ich hatte sie zumindest. ja, hier.
hier bin ich richtig. Du kannst ja nicht klein. Diese Meldung. Sprich mit Captain Rigdine. Ob er sich seine Beine hoch bis hoch zum Schritt rasiert? Ist das bei dir? Naja, Rigdine hört sich an wie so ein Mädchen. Vor allem, ist das jetzt ein Jedi oder ist das irgend so ein Kommandant? Oh. Ich hätte die andere Seite fahren können, aber wäre ich schneller gewesen. Ganz viele Gegner, nein. Komm ich? Komm, ich krieg das hin. Ich will hier hoch. Ich will da hoch. Ach Mann. Ich will die Kämpfe. Das sind schon wieder so viele Druiden. Nein, hört auf! Kennt mich nicht! Ich bin lieb! Ja, ich fahr schon wieder falsch, leck mich am Arsch! Ja, weil wegen Minecraft-Server, so ein Vanilla-Server jetzt, ins 17, ins 18 kann ich nicht mehr auf dem PC installieren oder so vorinstallieren. Okay. Ich weiß, ja, es liegt an der Java-Version halt. Ja, mal gucken, vielleicht lese ich mich da aber auch wieder rein. Hab ich ja sonst auch immer gemacht. Wie man das auf dem Server direkt installiert. Ah, okay, das ist hier. Das ist der Glatzkopf, mit dem ich reden darf. Nur drei Jedi? Ne, vier. Wo ist denn die andere Troller hin? Alle Jedi-Verstärkungstruppen sind hier und einsatzbereit. Oh, das sind viele. General Vasatra will euch auf einem Prioritätskanal sprechen. Ich stelle ihn durch. Hallo, alter Freund. Wie ich hörte, seid ihr jetzt Oberbefehlshaber der Jedi hier? Wie ich sehe, seid ihr wieder mittendrin im Geschehen. Wie kann ich euch helfen, Sir? Meisterin Satir hat mir mitgeteilt, dass sie einen Jedi-Meister sucht, der den Feind unterstützt. Ich stelle euch meine Ressourcen zur Verfügung. Ich habe ein Basislager im Tal der Arbeit. Bringt eure Leute zu meiner Position. Ich sehe euch bald wieder. Vasatra Ende. Sprich mit General Vasutra. Sprich mit General Kamasutra. Ja, gerne. Wo ist denn der? Da unten, okay. P. Dahin. Es kommt mir vor, als ob ich schon 6 Stunden hier sitze. So ausgelaugt bin ich. Ja gut, wir müssen ja heute nicht so lang machen. Dann werde ich auch nie machen. Also maximal 4 Stunden. Dritte Stunde bricht gleich an. Ich bin jetzt bei 2,42. Dann mache ich nochmal Päusler. Ich muss mich dann auch nochmal um den Bot kümmern. Der macht schon wieder nicht das, was er soll.
Und ich habe die Schnauze voll von dem anderen unten hin und her gefahren. Hier, Autofahren an. Und ich muss ein bisschen was nachholen. Ich bin gestern oder heute früh bei uns ins Bett gegangen. Ja. Um 3 bin ich auf einmal hochgeschreckt. Dachte schon, okay, gehst du mal kurz in den Rauch und was trinken, haust dich wieder hin. Hingelegt, hin und her gewälzt, Handy in die Hand genommen, Instagram-Videos geguckt. Um 4. Naja, bleibst du trotzdem nochmal liegen. Vielleicht wirst du nochmal mit und petzt ein. Uhrzeit um 5. Scheiß drauf, jetzt stehst du auf. In einer Stunde musst du eh aufstehen. Aufgestanden, Rechner an, erstmal Stream geschnitten. Um wie viel Uhr? Um 5. Ich hab mal eine Pinkelpause und hab mich wieder ins Bett geschlummert. Ja, bei mir ist, ich weiß nicht. Ich bin aber gestern noch ziemlich eingepennt, aber war nach 3 Stunden wieder wach. Ich weiß nicht, was los war. Naja, da habe ich dann halt Videos geschnitten, mich um Twitch gekümmert, um den Bot. Ja, da war mein Sohn da. Dann, während der Stream gerendert hat, habe ich halt ein bisschen privat gezockt für mich. Ja, dann ist mein Sohn abgeholt worden. Dachte ich mir so, na gut, jetzt hast du Ruhe. Jetzt kannst du auch zur Ruhe kommen, damit du dich vielleicht nochmal hinlegen kannst. Klingelt, zack, mein Sohn. Buskarte mal wieder vergessen. Es ist immer seine Buskarte, die er liegen lässt. Naja, gewartet. So, dann habe ich mich nochmal hier hingesetzt. Mir noch eh 2 Videos am PC angeguckt. Handy genommen, also in den Rohr gegangen, Handy genommen, mich ins Bett gelegt, aber ich war weg. Um 10 Uhr lag ich im Bett und ich war weg. Und deswegen bin ich schon total ausgelaugt. Mir fehlt ein paar Stunden. Oh, Stunden Schlaf. Trotz genügend General, meine Streitkräfte sind unterwegs. Gut zu wissen. Yes. Ein SID-Agent bringt uns die neuesten Erkenntnisse über Meister Tol Braga. In der Zwischenzeit sollten wir einen Schlachtplan entwerfen, mit dem wir das Imperium aus diesem Sektor vertreiben. Es spielt verrückt. Magram Trakus gehört zu den Hauptlieferanten im Krieg der Republik. Ihr gehört die Hälfte der Einrichtungen im Tal der Arbeit. Das Imperium hat sich meine Waffenfabriken angeeignet. Es stiehlt Feuerkraft im Wert von Milliarden von Credits. Meine Streitkräfte werden diesen Sektor vollständig zurückerobern. Und bei euren Fabriken fangen sie an. Das hoffe ich. Sie sind seit Generationen in Familienbesitz. Ich schlage vor, dass alle jede Streitkräfte dazu eingesetzt werden, den Feind aus diesen Waffenfabriken zu entfernen. Wir brauchen die Feuerkraft sicher dringender als das Imperium. Ein Prioritätssignal vom obersten Kanzler. Entschuldigt mich. Wisst ihr, es geht nicht nur um die Waffen. Das Imperium hat auch den Hauptsitz meines Unternehmens eingenommen und ich will ihn zurück. Wenn ihr Streitkräfte zur Befreiung meiner Büros einteilen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Und ich meine persönlich dankbar. Warum sollte das Imperium eure Büros plündern? Ich habe Corellias Bankensystem nie vertraut und tausche alle Geldreserven meines Unternehmens in wertvolle Ressourcen ein. Viele davon sind unter den Büros versteckt. Das Imperium hat meine Wertsachen noch nicht gefunden, aber früher oder später wird es so kommen. Kaum auszudenken, was man mit so viel Reichtum anstellen könnte. Ich führe ein Unternehmen im Wert von mehreren Billionen. Wenn ihr mir helft, werdet ihr von der Belohnung sicher nicht enttäuscht sein. Okay, 10 Millionen Credits Minimum will ich haben. Ui, sind das viele Jedis! Ich habe noch nie so viele Jedi auf einmal gesehen. Verdammt beeindruckend. Wenn ihr die Waffenfabriken zurückerobern wollt, sollten eure Leute gleich aufbrechen. Die Waffenfabriken müssen von allen imperialen Streitkräften befreit werden. Der Feind darf nicht mit neuer Ausrüstung fliehen können. Meine Jedi-Armee. Yeah. General Vasatra, wir haben erfahren, dass der Jedi-Verräter Tol Braga einen Stoßtrupp zur Zerstörung des Tals der Arbeit geschickt hat.
Wenn ich es zu Meister Braga schaffe, kann ich diese Bedrohung ein für alle Mal beenden. Wo ist er? Wir verfolgen seine Holo-Nachrichten zurück, aber durch das Chaos auf den Komm-Frequenzen finden wir ihn nicht. Die Sith haben eine Chemieraffinerie eingenommen und wollen eine improvisierte Bombe bauen. Die Explosion würde eine riesige chemische Wolke freisetzen. Diese Wolke tötet alle in diesem Umkreis und bewegt sich dann in die umliegenden Sektoren. Blablabla. Möglicherweise Millionen von Opfern. Zeig mir diese Chemieraffinerie. Ich erledige den Rest. Wir wissen immer noch nicht, welche Chemieraffinerie die Sith im Besitz haben. Aber wir wissen, welche Chemikalien sie sammeln. Wenn wir alle Leitungen zu den Raffinerien blockieren, können wir die Sith vielleicht nicht aufhalten. Aber so erfahren wir ihre Position. Kontaktiert mich, wenn ihr fertig seid. Möge die Macht mit euch allen sein. Okay. Oh Gott. Ui, das hat gekratzt im Hals. Wo war ich jetzt stehen geblieben mit dem Schnattern? Oh, wer weiß. Dank. Nee, was habe ich denn jetzt als letztes gesagt gehabt? Oh, es gibt wieder noch Corellia. Ha! Hast du aber ganz schön viel Text übersprungen, wenn du so schnell bist. Nicht Storytext. Ich habe den hässlichen Sergeant Rusk übersprungen. Ich überspringe immer den piependen Dingsbums-Apparat da unten, weil ich eh nicht zu faul bin zum Lesen. Nur die anderen beiden Gespräche behalte ich. Und Kira, mit der habe ich nie reden können. Eigentlich. Was du da hast, das hat nicht. Ja, das sind ja auch alles Flirttexte, die wir haben. Bin ich irgendwo mal falsch abgebogen. Du bleibst halt auf dem treuen Pfad der Jedis, während ich so mein eigenes Leben lebe. Kann man so sagen. So. Ich wäre halt echt ein schlechter Jedi in diesem Universum. Nun ja. Okay, Kira, du gehst auf Schaden. Das sind ja Low-Bob-Druiden hier. Die kannst du auch alleine platt machen. Ja, mal sehen, was deine Liebe zu mir wert ist, wenn die mich angreifen. Los! Töte sie! Ja? Okay. Hier geht. Ja, hier geht's weiter. Jetzt Assad hat 3-4 Gegner. Los. Meine Lehre zeigen Wirkung. Sie ist mächtig. Aber auch gleich tot, wenn das so weitergeht. Ja, wenn du sie nicht heilst. Ich kann nicht. Ich muss warten, bis es zu Ende ist, der Kampf. Erst dann kann ich diese Meditation einsetzen. Ja, du kannst ja Medikits nehmen. Ich hab nur noch 11 Stück, weil ich immer zu doof bin und die falsche Taste drücke. Ja gut, dafür kann ich dann nichts. Ich wollte mir eigentlich die ganze Zeit schon neue kaufen. Ja. Aber okay. Ich das muss. Das war ja dieser Hässlingsplanet. Oh. Kira, hier, starker Druide. Na. Los, Kira, er greift mich an. Beschütz mich. Okay. Der dauert länger als die anderen Druiden. Aber. Schöner Lichtstrahl. Panzerschutz des Effizienten der Baktuid.
Ja. Vor allem, zerstöre die imperialen Druiden. 11 von 30. Ich habe gerade mal 3 davon getötet. Den Rest überlasse ich alles meiner Frau. Noch seid ihr nicht offiziell verheiratet. Ey, es ist ein Wunder, dass die noch nicht schwanger ist, so oft wie wir schon miteinander gestackst haben. Sie ist nur deine Verlobte, mehr nicht. Ey, komm mit, Frau. Ich glaube nicht, nicht mal das ist sie. Die hat nicht mal einen Ring gekriegt von mir. Ist mir zu teuer in dieser Welt. Nee, aber okay. Wirklich, so oft wie wir schon miteinander geschnackst haben, die müsste eigentlich schon schwanger sein. Da gibt's sicherlich einen Jedi-Trick. Was, die weiße Suppe mit der Macht wieder rausholen? Ich wollte heute noch was essen. Das hast du angefangen. Nee, in Legend gab's eine Phase, auf jeden Fall nicht Old Republic, aber da gab's eine Phase, wo Jedi kastriert wurden, wortwörtlich. Weil sie sich halt nicht bilden dürfen. Ich glaube nicht, dass das hier auch so ist. Ich kann mir das in den Kanon immer so geführt haben. LOL! Was hat denn der für ein Blaster? Ich renn vor dem hin und her. Die Blaster, die Laserschüsse hier, die schlagen voll den Bogen, damit die mich überhaupt treffen. Hä? Wenn ich wegrenne, dürften die mich gar nicht treffen. Das ist ja mal voll die Verarsche. Huh. Ui, hier ist so ein fettes Viech. 47, 24.000 Leben. Gira, los! Angriff! Warte mal, ging das nicht irgendwie? Konnte ich die nicht irgendwie befehlen, den anzugreifen? Egal, komm, wir gehen hier rein. Scheiß drauf! Oh, ich habe eine Nachricht von Justin bekommen. Ich streame, ich kann nicht lesen. Du brauchst ja auch nicht lesen. Geht's los! Ich habe jetzt auch eine Nachricht bekommen. Ich kann nicht lesen, ich bin Angriff verdrückt. Nein, jetzt darf ich nicht sagen, was klug. Das klugen dann noch einige. Nee, nee, nee. Krach. Bumm! Nicht gerade, ob ich das als Clip für den Lieben rausschneide. Nein. Analphabet. Nein. Erlaubt mir das. Aber ich erlaube es dir nicht, für irgendwas zu benutzen. Haha. Brauchst du nicht. Doch. Nö, du erlaubst Twitch ja nicht, Videomaterial zu verwenden für deren Zwecke. Ja, aber du willst es ja für Meme verwenden. Und das gestatte ich nicht, Darko. Nein, aber wenn ich den Twitch-Clip einfach weiterleite, ist es ganz normal weiterleiten. Darfst du ja auch nicht. Ist damit, nein, ja. Darfst du auch nicht, ohne mein Einverständnis tatsächlich. Du darfst einen Clip erstellen, du darfst ihn aber nirgendwohin weiterleiten. Twitch Clip erstellen heißt nur, dass er dann auch auf Twitch geteilt wird. Ja, mit diesem Link darf ich theoretisch, dazu hast du keine Befähigung mehr. Doch, ich darf entscheiden, wo der Link hingeschickt werden darf, Darko. Doch. Du darfst Lied bitten, aber du hast ja keine Kontrolle drüber. Naja, wenn ich herausfinde, dass das irgendwie weitergeleitet wird, leite ich andere Schritte ein, ganz einfach. Ich bin... Weil das ich der Meinung, dass du... Das, nee, ja, das ist nämlich, sowas ist nämlich Rückschäden. Auch wenn ich das selber über mich aus Spaß sage,
wenn das Leute auf irgendwelchen Plattformen teilen, sei es Discord, Instagram oder Mr. Geier oder einfach nur WhatsApp-Gruppen, ist das rufschädigend. Weil man ja sagen kann, der hat das voll ernst gemeint. Verstehst du? Und da würdest du genauso reagieren. Ich würde so reagieren, ich bin aber... Erstens bin ich nicht der Meinung, dass das rufschädigend ist. Jedenfalls dieser konkrete Beispiel. Es gibt andere Beispiele, wo es definitiv rufschädigend ist. Aber ich weiß nicht, ob Twitch sich da nicht abgesichert hat und sagt, das Videomaterial, was du Twitch zur Verfügung stellt, darauf hast du keine Kontrolle mehr. Das weiß ich nicht. Die kriegen ja kein Videomaterial von mir. Ich streame nur über die Plattform. Ich kann ja selbst entscheiden, ob auch die Streams gespeichert werden oder nicht. Und ich tue sie aber speichern, weil ich ja die meisten runterlade und bei YouTube hochlade. Aber ist ja jetzt eh Schnurzpieps. Ja. Warte mal, was wollte ich jetzt machen? Hier. Leitungsrohrventil Gamma. Wo ist denn das? Fange ich eigentlich an zu brennen? Ah, nö. Cool. Oh, es wird gleich wieder Zeit für ein Päuschen. Vor allem, ich habe jetzt immer 3 Minuten Pause angeklickt, ne? Ja. Die reicht voll aus. Also, okay. Ich klicke die an, gehe in die Küche und mache mir meine Kübbe, gehe rochen. Bei der ersten Kübbe bin ich angekommen, lief die Werbung noch 5 Sekunden. Bei der zweiten war sie dann natürlich schon vorbei, weil ich nach dem Rauchen noch was nebenbei gemacht habe. Aber 3 Minuten reicht tatsächlich vollkommen aus. Das ist das Maximum, was ich hier einstellen kann. So, jetzt habe ich 2 Nachrichten von Justin. So, jetzt will ich das da mal. Ach, die ist ja schon fertig, die Kira. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, kann Justin eigentlich Dings sehen, dass wir hier im Stream-Channel sind? Der sieht den Stream-Channel, na klar. Okay. Da sollst du dich gesagt, Nee, der Stream-Channel ist selbst für den Mute-Rang sichtbar. Am Arsch. Entschuldigung. Von dort komme ich. Könnt ihr mir den nicht zuerst nennen? Musst du etwa gerade hier nichts finden, ne? Ja. Aber diese Logik verstehe ich nicht. Ja, das ist halt. Oh. Zum Glück kann ich neuerdings einfach Dingsbums, ich brauche die Taste nicht Autoknopf, was du schon länger hast. Das hab ich mir Autofahren eingerichtet. Ja genau. Das ist hier gerade voll entspannt. Ja. Sarah's online im Discord. Ach, auf Steam. Ich krieg die ganze Zeit Meldung, wer alles online kommt, aber habe ich gar nicht so viele Freunde. Die war übrigens die einzige, die neben dir mir gratuliert hat. Echt? Ich hätte mit Justin oder so noch gerechnet, aber nö, Sarah. Okay, Sarah. Ich weiß gar nicht, die müssen mir letztes auch gratuliert haben, tatsächlich. Die hat sich irgendwo die ganzen Geburtstage notiert. Oder die guckt einfach nur im Discord rein. General, ich habe die Leitung blockiert. Agent Helfer stellt gerade die Daten zusammen. Seid ihr da draußen auf viel Ärger gestoßen? Aber dass nicht mal Justin ihr gratuliert hat. Jetzt würde ich muss ehrlich sein, ich weiß aber auch nicht, wann der Geburtstag hat. Aber ganz ehrlich, jetzt musst du sagen, wenn er ankommt, lass mal LS streamen. Nö, du hast mir nicht gratuliert. 3 Jahre Unglück für dich. Hatte ich auch schon vor. Es gab da ein paar. Ohne das mit den 3 Jahren Unglück. Stifter, aber sie haben ihren Irrtum erkannt. Ach, da war doof aus der Wäsche gucken. Spaß, es macht mit euch zu arbeiten.
Wartet mal, wir bekommen etwas herein. Einer der Chemiefabriken hat Accelerit abgeschöpft. Das müssen unsere Sith-Bombenbauer sein. Ich schicke euch und eurem Stoßtrupp die Koordinaten. Ihr trefft euch drinnen. Schnell! Ja, ich hab einen Stoßtrupp. Das hört sich voll... Hey, das ist direkt neben dem Gebäude, wo ich drinne bin. Okay, da tippe ich mich jetzt tatsächlich mal nicht raus. Ich laufe den Weg zurück. Und dann mache ich mein Päuschen. Das ist halt wirklich hier nur um die Ecke rennen. Das ist mal entspannt. Ja, aber auf dem Weg lauern Ruinen. Na da. So, einmal hinsetzen, Ike, und ich mach kurz mein Päuschen, ne?